So, auf der Suche nach einem neuen Abenteuer haben wir natürlich hier auch eine Insel gefunden, wo wir erstmal durch ein paar Stürme durch müssen. Die wollte ich euch mal zeigen, weil die sieht echt fantastisch aus. Das ist wahrscheinlich die schönste und nutzloseste Insel in diesem Spiel, aber sie ist halt schön. So, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wie die Segel gedreht sind, tut's weh. Au. Voll gegen den Wind. Au! Der letzte hat mir so einen Knochen gebrochen. Puh. War erstaunlich schwierig, hier reinzukommen. Mitten Mang hier durch den Sturm. Und ich komme jetzt immer noch nicht auf die Insel, weil wir müssen noch weiter nach links. Okay. Mit diesem Wirbelsturm da vorbei, ohne dass er uns trifft, weil sonst bin ich tot. Oh Mann. Ja, das hier ist echt eine Hardcore-Insel. Echt schlecht zu erreichen. So, es gab dann Weg rein, ne? Ja. Weiß noch nicht mal wo. Ich glaube, einfach mal die Mitte. Und dann. Ich glaube, das war aber hier hinten. Auf der anderen Seite. So, wir haben ganz schön was abgekriegt. Auf dich zu drehen, Schiff. Konnte hier irgendwo reinfahren. Gucken wir mal. Letztes Mal sind wir genau hier an Land gegangen. Wir haben die Insel halt schon mal vor dem Wald gesehen. Und die sieht echt toll aus, hat aber nichts zu bieten. Das heißt, das hier wird definitiv nicht unsere Insel. Oh, ey. Wir sind echt so viele Meilen hier schon durch die Gegend gezogen und haben nicht eine ordentliche Insel gefunden, bis auf die allererste. Das ist ein bisschen traurig. Wir hätten dabei bleiben sollen. Ja. Aber gut, wir haben bis dahin rund 25 Level gemacht. Ohne auch nur ansatzweise ein Häuschen zu bauen. Das ist noch nicht mal Abenteuer. Mit diesem doofen Schiff, was ich eigentlich sofort versenken wollte. Okay, das reicht. Segel wieder zurück. Also die Insel hier, ne? Die ist echt nervig. Wenn nicht, dreht sich der Wind. So. Hier ging es irgendwo links rein. Mit dem Schiff. Ja, muss jetzt hier sein. Das ist mit Abstand die schönste Insel in diesem Spiel. Ja, da gibt es hier auch Wölfe und ich jetzt nicht sonderlich wie. Oh, Sandbänke. Wer hat denn die jetzt eingeladen? Außen rumfahren. Sandbänke habe ich nicht gesehen. Es ist natürlich noch auch neblig, ne? Ist klar. Gehört ja dazu. Oh Mann. So eine perfekte Piratenin. Extrem flaches Gewässer hier. Sandbank voraus. Nee, die Sandbänke nicht. Die sind ja überall, du kannst ja nicht ranfahren. Doch, es geht. Ich hab's ja damals gesehen. Aber wir müssen so einen weiten Bogen außenrum. So die den Eingang finden. Irgendwo gab es einen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich glaube hier oben vielleicht. Hier oder hier oben. Ja, wir werden sehen. Links von uns ist kein Eingang, ne?
Sieht nicht so aus. Auch mal außen rum. Also zwar sagen wir mal ein bisschen Wind. Das ist natürlich auch Duster, ist klar. Wow. Haben wir echt alles zusammen gerade. Dom, Nebel und jetzt auch noch die Nacht. Ein Feuerchen dann machen. Okay, nicht wirklich viel. Gesehen vom Mondschein. Ist aber echt schnell dunkel geworden. Oh Mann. Wir queren jetzt einfach mal die Insel und gucken, ob da irgendwo ein Eingang rein ist. Irgendwo gab es dort einen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Eine Weile her, dass ich hier war. Ja. Meinst du? Warte. Nochmal. Ja, sieht gut aus. Nee, das ist kein Eingang. Bisschen eng, ne? Ah, vielleicht. Komm, wir fahren mal ran. Gucken, was passiert. Aber da geht's auch nicht wirklich rein. Ah. Ne. Der Eingang war. Weiß nicht, ob es überhaupt einen gab. Wir sind da rausgeschwommen das letzte Mal. Ja, wir vielleicht, aber nicht ein Schiff. Ja, aber ich habe bisher noch nicht mal einen Eingang gesehen. Ich glaube, die Karre hier schafft das. Die kommt da rein. Einzige, wo es reingeht, ist ja dort zwischen den zwei grünen Inseln. Fahren einfach mal rum und wenn nicht, gehen wir zu Fuß da rein. Oh, ja, das müsste vorne irgendwo geben. Na gut. Wir müssen eh ein bisschen warten, bis es heller wird, weil sonst sieht man echt nichts da drin. Problem ist, dass die ganze Insel besteht aus einer Höhle mit Wasserfall. Und ohne Sonnenlicht wird da drin absolut gar nichts. So, aber Elefanten kannst du aufschreiben, die gibt's hier. Schon alle recht. Oh, jetzt sind wir gleich gegen den Wind. Was ist hier links? Kommt man hier rein? Müsste eine Wand sein, ne? Mhm. So eine kleine Bucht. Ah, das ist eine echt coole Insel. Da, dass sie absolut nichts zu bieten hat.
Hier links ist ein Totenkopf. Auf, ah ja, hier, da will ich rein. Magst du nochmal Licht anmachen? Uhr 28. Voll gegen den Wind. Geht's jetzt in diese dunkle Höhle rein. Das sind zwei Knoten hier. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Sonst würde ich hier wahrscheinlich voll gegen die Wand fahren. Das sieht man schlecht, aber genau über uns, rechts von uns, Totenkopf, Riesentotenkopf im Stein. Da oben. So, ich habe keinen Plan, wie weit wir kommen. Aber allein, dass es hier schon so eine Höhle gibt, finde ich so cool. Und die ist auch genauso flach, dass wir hier gerade so reinpassen. Ich glaube, vor uns ist hier irgendwo ein Stein, ne? Hotel. Ah, 3 Minuten. 4 Minuten. Ah, noch ist der Tiefgang okay. Nachts in eine Höhle, in eine unbekannte Höhle fahren, das ist gut. Vorsicht, Stein. Komm schon, Schiff. Du kommst an dem Steinchen vorbei. Ist nur ein Steinchen. Und 2 Steinchen. Okay. Hab nichts gesagt. Komm schon, Schiff. Du schaffst es. Ein Wiggle, dann geht's. Okay, das Problem ist, hier ist eine fette Sandbank. Knapp. Wer baut denn da Steine rein? Boah, ist das flach hier. Wir haben ungefähr eine Handbreit unterm Kiel, ne? Ja. Ist aber ausreichend, um rüberzukommen. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder rauskommen. Sieht aus, als käme da jetzt ein Ausgang. Es kann durchaus sein, dass wir hier nie wieder rauskommen. Aber auch für guten Zweck. Wieder rauszukommen wird echt eine Arbeit. Aber ja, das war die Höhle. Okay. So, wir warten jetzt hier. Und wenn es hell geht, hell ist, dann geht's weiter. Okay, jetzt ist es hell genug. Wir sind immer noch in dieser finsteren Höhle und
was wir uns jetzt hier so anschauen. Ich hab immer keine Ahnung, wie ich das Schiff hier wieder rauskriegen soll. Auf der Insel hier wenigstens irgendwas geben würde, aber außer die hübsche Aussicht. Nicht. Selbst wenn, könnte man hier nicht richtig bauen. So, hier kann man nämlich ankern. Direkt neben diesem uralten Schiffswrack und diesen zwei riesigen Wasserfällen. Und es sieht einfach fantastisch aus. So, am Nachmittag scheint hier sogar die Sonne drauf. Da kommt ein riesiger Kroko auf uns. Denn! Linken Seite. Wird hier auch kein Weg mehr raus. Das ist der einzige Weg hier rein und raus. Im Schiff. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Das sind Dinosaurier. Okay. Wir haben den Dinosaurier gefunden. Okay. Muss ich mir angucken. Gehen wir den jetzt einfangen? Ja. Streicheln? Ah. Okay. Ein Vieh. Ich hoffe, der wird nicht sauer auf uns, wenn wir ihm zu nahe kommen. Nein, bestimmt nicht. Ist ein Pflanzenfresser, alles gut. Wie will das hier aus? Aber warum gibt es hier Dinosaurier? Das ist neu. Ja. Aber es ist nicht mal so eine komische Insel. Okay. Das ist ja echt cool. Aus Versehen mit reingepatscht. Ich geh mal zählen. Ja, geh mal ran, guck mal nach, ob der dich frisst. Au. Fällt mir ganz lieber zu sein. Ich weiß nicht so richtig. Er wedelt so mit dem Schwanz. Das ist gruselig. Das. Hi. Komm mir mal bitte nicht zu nah. Ah! Grantortuga. Au! Okay, zu nah sollte man nicht rangehen. Aua. Okay, es ist also eine Art Schildkröte. Ich geh mal nicht zum Schiff zurück. Weg vom Schiff, weg vom Schiff. Gott, der kann schwimmen. Das ist eine Schildkröte. Geh weg! Ich wollte dir doch nichts. Ich wollte dich nur angucken. Ich hatte nicht meine Waffe in der Hand. So, wie zähle ich dir jetzt? Komisch. Wie, welches Level hat denn der gehabt? 7 plus. Wollen wir den mal umhauen? Ja, ist ein bisschen gut gepolstert, würde ich sagen. For science. Oh Gott. Also ja. Er ist nicht der Schnellste. In so einer Höhle hier schon. Ja, da war bestimmt Jahrhunderte keiner. Und dann finden wir dieses alte Tier hier und bringen es um. Ja, wie Amerikaner. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht spawnt es nie wieder. Na toll. Okay. Frag mich, ob man den hätte zähmen können. Bleib Nein, auf. Konnte man nicht. Hier gibt's sowas. Das kann man aber nicht zähmen. Okay. Wir haben etwas Edles und Uraltes getötet. Jetzt sind wir stolz auf uns. Ich geh auch nichts raus aus dem. Ah, jetzt. Die Leder. Oh, wow. Ja, das jetzt war's mit dieser vollen Kreatur. Oh, hier gibt's Salz.
Nee, das ist Sulfur. Schwefel. Noch mehr gibt, da hinten gibt es Elefanten. Okay, also das war mir komplett neu, dass es was überhaupt gibt. Das ist cool. Blaue Blümchen, die man nicht einsammeln kann. Hatten wir auch schon mal. Ja, viel mehr gibt es hier nicht. Sonst nur Schweine und Elefanten. Okay, das war mal sehr interessant. Aber es hilft uns auch nicht bei unserem großen Problem. Eine Insel zu finden, wo wir uns niederlassen können. Weil, so hübsch diese Insel auch ist, die bringt uns. Weil auf dieser Insel gibt es gar nichts. Und es ist echt schwer, hier irgendwas zu bauen. Was echt schade ist. Nee. Okay. Dann werden wir jetzt mal versuchen. Da wir hier absolut nicht glücklich waren, hier gibt es irgendwo eine versteckte Insel auf D6, die werden wir noch suchen. Wir fahren zurück. Und zwar nach C6 und werden uns hier niederlassen. Und zwar hier oben. Ja, mal gucken. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns dann definitiv hier auf der Insel wiedersehen, auf C6. Außer es kommt irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen. Gut, das war's dann auch erstmal. Und wenn ihr so eine Kreatur seht, ne, geht nicht zu nah ran und lasst sie in Ruhe. Falls es da eine gibt. Kann sein, dass es die letzte war. Nein! Macht's gut, bis bald, Almu. Tschüssi. Tschüss.